Gereiste reisen selten bis Elba. Na, machtet euch halt selber. Hallo miteinander. Ich habe mit Micha, wir haben mal ein bisschen über das Nürnberger Flugblatt geguckt. Ich weiß es nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Egal. Irgendwie über den Kai. Guck mal beim Kai vorbei. Und zwar, ja, gibt es da viele, wenn man das jetzt eingibt und geht auf die Bildersuche, das erste, was dann gleich kommt, ich glaube, das war das erste Bild, ja, UFOs etc. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, uns ist da wieder was aufgefallen. Und da gab es dann noch eine Pointe hinten raus, absoluter Hammer. Ne? Also als allererstes, wenn man das so findet, empfehle ich euch, den Text mal zu lesen, der da unten drunter steht. Das ist, glaube ich, Altdeutsch oder so. Also mit ein bisschen Anstrengung kann man das lesen, wenn man Deutsch kann. Und natürlich lesen kann. Ja, ist vielleicht dann auf den ersten Blick alles ein bisschen hier, ich sag jetzt mal, vielleicht nicht so nachvollziehbar etc. Und ich bin dann mit mich auf eine interessante Sache gestoßen. Kurz und knapp, ich will es gar nicht so lange ausschmücken. Mond und Sonnenfinsternis. Ne? Könnt ihr selber die Recherche, dann macht es bitte selber. Könnt ihr gucken, in welchem Jahr, das kann man ja alles nachvollziehen und so. Und was da eben wichtig ist, wie gesagt, meistens ist eben nur das Bild. Hier Bild. Gut, hier hat man einen Text, aber so klein, man kann nicht lesen. Hier ohne. Ich habe jetzt leider auch den Link nicht mehr, wo ich den Text ein bisschen größer hatte, wo man ein bisschen lesen konnte, aber da steht im Grunde genommen nicht viel drin. Ich will euch mal sagen, was uns aufgefallen ist. Und zwar als allererstes suchen wir uns dann mal hier ein Bildchen. So, ich habe es jetzt, wie gesagt, auch nur in schlechter Qualität, ich habe es jetzt auch nicht mehr gefunden. Und also grundlegend, ne, diese, haben wir hier so Bälle, Kreuze, Balken etc. Ich weiß auch nicht alles. Aber die Bälle zum Beispiel, das kann man dann bei den, wenn man Mondfinsternis und Sonnenfinsternis sich mal anguckt und ein bisschen was drüber liest, kann man das feststellen, dass das eben so war. Und wir hatten gerade erst eine Mondfinsternis bei uns, oder zumindest sowas Ähnliches oder keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe da noch ein Bild über die Bälle hier. Ne? Und hier habe ich dann gesagt, Mensch, das sieht doch so aus wie ein Schweif oder so etc. Und und da hat man dann noch, Micha hatte dann noch ein schönes Video gefunden, vielleicht findet ihr das nochmal, haut es unten in den Kommentar, da könnt ihr nochmal in die Beschreibung hauen, dass sowas Ähnliches auch schon mal berichtet wurde, dort aber dann festgestellt wurde, Micha, ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen, die haben dann halt auf jeden Fall, die hatten auch so ein Himmelsereignis und haben dann an die Stelle im Himmel, haben sie mal rangezoomt und da war eben noch die Reste einer geplatzten Sonne oder Planeten oder etc., keine Ahnung, das wüsste ich jetzt nicht mehr so genau, ne? So, und da haben wir dann gesagt, okay, dann könnte das ja sein, dass das hier Schweif, Kometenschweif ist, wisst ihr? Also, irgendwas ist wichtig hier bei diesem Ding. Erstens mal, die Farben sind falsch, das gibt's nicht. Das ist ein Kupferstich. Das heißt, die haben eine Kupferplatte und da hat er mit irgendwas, wahrscheinlich mit einem Meißel und einem Hammer, hat er eben dieses Bild da reingekloppt. Wobei das natürlich ist schon, na egal. Auf jeden Fall, ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, oder was wir uns vorgestellt haben, versucht haben, wie machst du dann in Funke? Wie willst du den malen? Ne? Und das eben hier, das sind die Blitzfluss in die Herzchen, die Bälle, sage ich jetzt mal. Das könnte eine Funkenangabe sein, eben auch hier der Hinweis, dass hier was brennt oder Qualm ist. Gut, kann sein, dass sie gerade eine Pizza schön lecker gemacht haben, aber wahrscheinlich ist da irgendwas, ein Komet oder ein Stückchen von der explodierenden Sonne oder was auch immer, eingeschlagen zum Beispiel. Und interessant fand ich dann noch dieses schwarze Ding hier. Ne? Was könnte das sein? Ich habe es dann, ne, wir hatten uns den Text durchgelesen, der Micha und ich. Und da habe ich dann gesagt, Mensch, das ist doch Norden, das ist doch die Richtungsanzeige. Du hast hier im Hintergrund die Nürnberger Kirche, Marianenkirche oder irgendwas. Wir hatten es gestern geguckt, ich weiß es nicht mehr. Sucht selber, die findet ihr mit den zwei Türmen. Ich habe die Nürnberg selber auch schon gesehen, die ist sehr markant. Und wenn du jetzt eben hier stehst, da die Dings hast und weißt, da ist Norden, dann kann man das hier nachvollziehen. Ne? Ja, wie gesagt, und das ist eben die Richtungsanzeige hier, wenn man auf einer 2D-Karte ist, ist das eben sinnvoll, das anzugeben
in welche Richtung man das gesehen hat bzw. beobachtet hat. Und ich habe dann mal noch ein ganz interessant, ich bin danach, nachdem wir geredet hatten, bin ich zu meiner Mutter und da sagte, haben wir so ein bisschen geredet und sie hat dann gleich gesagt, ja, von wegen Mondfinsternis und so. Und da habe ich schon mal ein Bild, das hat meine Mutter aufgenommen. Und das sehen wir hier. Da habt ihr eure, da ist so ein Ball, sage ich mal, ne? Ist scheinbar ein Planet. Wahrscheinlich, es könnte ja sein, dass die Sonne oder was Stern oder was ist, so hell explodiert ist, dass eben alle Planeten oder was weiß ich hier sonst noch was zu sehen war. Ne? Ich bin jetzt so kein Astroprofi, etc. Interessant war dann noch, ich habe ihr dann erzählt, die Story von der Geschichte hier und sie, habe ich dann gesagt, komm, lass uns das mal schnell auf Video aufnehmen und hört mal zu, was sie da sagt. Mal den Hintergrund dazu. Lichterscheinung bei Mondfinsternis, Grett. Wie sahen die aus? Grün. Wie? Ein Punkt. Danke. Ne, also grün wie ein Punkt, der Punkt, den, wo ich euch hier das Bild gezeigt hatte. Hier haben wir dann so einen Punkt, sag ich mal, ne? Wie gesagt, in einem Kupferstich kannst du das schlecht abbilden. Das ist schon schwierig, ne? Weil halt eben nur Kupfer ist. Gut, das war es im Grunde genommen schon. Fand ich halt sehr interessant, dass meine Mutter das, ne, das Bild hatte, die, ich weiß nicht, wann sie es gemacht hat, steht das ja da am, ja, nee, am 6. hochgeladen. Ne, egal, ist aber wurscht. Auf jeden Fall scheint das hier ein Himmelsspektakel von einer explodierenden Sonne oder explodierender Stern oder Mond oder Sonnenfinsternis zu sein. Also okay, ein großes Hexenwerk hier drin ist, ist auch ein bisschen beschrieben und da kommt ihr dann selber auch, denke ich mal, auf dieselben Resultate. Tschüss.